Hey Kinders, was geht bei euch? Willkommen meine Damen und Herren, wunderschön, oh no, dass ihr da seid. Ich verstecke mich jetzt da. So, es ist schon wieder Cash, ich weiß, seid mir nicht böse. Es war keine Absicht. Und übrigens ist gleich Livestream. Um 18 Uhr geht's los, kommt dazu, Kinders. Es gibt unter anderem eine USPS Cortex. Für alle, also für einen, von allen. Hallo Team. Nee, es verarscht mich nicht. Oh mein Gott. Keiner sagt was. Einer schreibt nur Mick. Und der andere ist AFK. B. At least two. Three. Meine Güte. Meine Güte, was war denn... Er hat echt alle bis auf einen gefistet? Alter. Okay. Ich hab nichts gesagt. Ich hab's da alle so ein bisschen mit der Nate erwischt. Und dann haben sie mit ihm da hinten einfach Jahrhunderte getanzt. Keiner called. Niemand. Also nur ich. Mid is open, guys. One in front of B. Gonna Molly. Also, wenn sie hören, dann kann ich es schon irgendwie übernehmen mit dem Callen. Aber ganz allein ist auch schwierig. I can rotate to mid. Ich muss es halt bei mir jeden Schritt callen. Einer war vor A Main. Ja, one A. On A. Need help. He's on forklift. And one mid. I gonna rotate to mid. Ja, down. Ah, mid is down. Bomb is in front of B. Oh mein Gott, keiner called, nur ich. Ja, he's gone B. Bomb down. Ey, die spielen aber auch wie Vollidioten. Also die Gegner. Meine Mates jetzt nicht zwingen. Was ist denn los? Was ist denn... Hä? Ich habe noch nie ein Spiel gehabt, bei dem niemand außer mir called. Wirklich noch nie. Ich habe sie auch nicht gemutet. Ich habe keine Ahnung, was los ist. In front of B is clear. There I go on highway. Go. Ah, er called, ja! Ah, shit. Nice try. Ich finde schon extrem schwierig, in CSGO reinzuqueuen ohne ein Mikrofon. Also, wenn es halt gerade kaputt ist oder im Spiel kaputt geht, naja, was soll man machen? Aber wenn ich ein kaputtes habe, dann gehe ich nicht ins Matchmaking rein. Beziehungsweise, ich würde es vielleicht noch machen für eine Aufnahme. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle aufnehmen. In front of B, one down. One is toxic. Ich gehe lieber weg. Ich fresse gleich einen Headshot durch den Spalt. Es fühlt sich so an, als müsste ich jetzt zwingend am Start sein, sonst schaffen sie das nicht. So fühlt sich das hier an. Last one in front of B. He's going useless. Mit. Hat er meine Wumme? Ja, hat er. Ich bin so ein Teamspieler gerade, ne? Das ist jetzt hier mein Team. Im Moment ist es mein Team. Vom Besitz her meins. Ich leite es, ich ziehe es an und manchmal muss ich auch laut werden, wenn es halt nicht klappt, ne? Na. B ist clear. One in front of B. B down. Kommunikation ist, wie wir alle wissen, ja der Schlüssel hier in CSGO. Und wenn wir auf City gut rumkommen, dann haben wir auf T noch viel weniger Probleme. Weil bei T musst du eh nicht so viel talken. Da sagt man am Anfang was an, oder zwischendrin mal einen Verschub und das war's. He's down. Oh, he's on side still. Zwei Nate-Kills gemacht. Bam! One is on spot A. Two. Nice. Sehr, sehr schön. Wir bekommen hier gerade die perfekten Umstände bei den Gegnern zugespielt für unsere Situation, dass ganz, ganz wenig nur gecallt wird. Die Gegner spielen wie Dödel. Aber das läuft doch gerade mal super. Ich hoffe, dass es später im Stream wieder genauso, oder jetzt gleich im Stream wieder genauso läuft. Für mich ist zum Stream jetzt noch einige Zeit hin. Aber wenn das Video erscheint, ich lasse es wieder eine Viertelstunde vorm Stream erscheinen, dann, one still team main. Down. Ja, ich lasse es ja eine Viertelstunde vorm Stream erscheinen, das heißt, ihr könnt dann direkt vom Video umswitchen auf den Stream auf Twitch Arena. Link ist wie immer in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Und ich hoffe eben, dass es da dann dementsprechend geil läuft. Da gibt es, wie gesagt, die, kann ich das hier gucken? Die Cortex. Als Giveaway für alle eben, also man muss kein Abonnent sein oder sonst was. Oh, Mate, ich würde nicht so fest da durchrennen. Sag mal, okay, ich gehe mit. Oh, einer ist gegangen. Ein Gegner ist gegangen. What the fuck? Oh. Aber bei meinem Gecall ist halt auch ambitiös. Das Lega Cortexche Mobexche, ja. Der Stream geht heute wie jeden Dienstag 3 Stunden von 18 Uhr bis 21 Uhr. So wie auch am Donnerstag, 18 bis 21 Uhr. Und am Freitag, richtig, ab 22 Uhr bis Open End. Ihr könnt's doch schon auswendig, Leute. Oh, nein, 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 nein. Oh. Also bis auf den Fakt, dass nur ganz wenig gecallt wird, das ist echt ein Traumspiel, oder? Ein Träumchen. Oh, einer ist vorbei. Lecky. Lecky, schmecky, hallo. Putz. Auch nochmal schön einen mitgesnackt. Es läuft. Wobei mir gerade einfällt, dass wir im letzten High Game im Stream auch gewonnen haben. Ja, das war mal wieder ein Sieg in den High Games, also in den gerankten Spielen ab LE. Haben wir wieder schön einen Win eingefahren. Easy den Mate gerettet. One is still scoping in front of B. Oh, das war ein Scout eben noch. One is low HP on B. Another one is in front of B. Nice, he's down. Da kommt der Mate von hinten gelaufen, Orange. Also ich denke, der sieht den jetzt gleich.
Zack. Wow. Es fühlt sich gerade so an, als würde mein gesamtes Team smurfen, beziehungsweise die Gegner sich falsch ausgeben unter einem falschen Rank. Einfach mal bei den Großen mitspielen als keine Ahnung was. Die machen irgendwie nichts. Wie stark zählt jetzt eine Aufgabe in den Ranking-Prozess? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Guckt euch mal meine Spiele an. Jetzt heute Victory. Hier im Stream. Das Stream-Victory. Und hier haben wir geteilt. Was war das? Das war auch im Stream. Da haben wir auch im Stream einen guten Teil gespielt. Aber davor habe ich so harte Loses gehabt. Jetzt guckt euch mal. Irgendwo habe ich ein absolut schlechtes Spiel gehabt. Das war die letzte Aufnahme. Das war so abnormal. Ich meine, heute ging jetzt auch nicht arg viel mehr, aber das Spiel war ja auch schon nach 16 Minuten vorbei. Alter, das kürzeste Matchmaking, das ich jemals gespielt habe. Wenn die Gegner bei mir aufgegeben haben, dann meistens nach der Rundenhälfte. Also kurz darauf, wenn sie merken, oh shit, die drücken auf der anderen Seite jetzt dann bei T genauso hart wie bei CT, wir geben auf. Aber das hatte ich jetzt im Matchmaking in meiner gesamten CSGO-Karriere vielleicht 3 oder 4 Mal. Das war's. Für mich ein absoluter Glücksfall. Weil das Schneiden jetzt sehr, sehr schnell gehen wird. Für euch, naja, jetzt halt eine etwas kürzere Runde. Aber wie gesagt, dafür gibt es heute Abend ein kleines Schmankerl-Bankerl. Und zwar so eine USPS Cortex. Beziehungsweise diese Giveaways gibt es eh immer. Jetzt nicht immer eine Cortex. Aber es gibt in jedem Stream immer 4 Dinge, die rausgehauen werden. 2 Skins, 1 Graffiti und 1 Sticker. Es scheint immer wieder die Leute zu erstaunen. Das heißt dann, Mist, das Giveaway ist schon vorbei, ne, von Dienstag und heute kommt, ist da nichts am Donnerstag und dann sage ich, hey, für jeden Stream suche ich immer 4 neue Sachen raus, oh was, wow. Gut, letzte Woche Donnerstag waren auch ultra viele neue da, die es endlich mal geschafft haben, also aus ihrer eigenen Angabe, endlich mal geschafft haben, in den Stream reinzuschauen und ist ja voll cool und hin und her. Ja, würde mich freuen, wie du heute auch reinguckst. Shalom, Babom, Babette. Haut rein. Ach ja, und vielen Dank für die Likes und die Kommentare. I love you all. Und die Patreon. Und die Kanalmitglieder sind ja mal wieder am Hasseln. Alter!